Hallo, willkommen zurück zu BattleTech. So, jetzt wollen wir mal unser neuer Griffin ausprobieren. Das Got a wird new Griffin, financial oder? report for you, Commander. Nee, oder? Ich weiß gar nicht, ups, Monat rum, das neue Teil, ja, das ist mal einfach so, mit der Riese AC20. Ja, warte, was erstmal, bis jeder Mech ganz ist. Ja. Und dann schnappen wir uns einfach mal eine Mission. Am besten Capture Base Polar in the Badlands Assassination. Die machen wir einfach mal, oder? Die scheint leicht zu sein. Die machen wir einfach mal. Dann einfach mal gucken, was das Ding für eine Hitzeentwicklung hat. Da gehen wir auf Salvage, weil Geld. Das nicht, bringt doch nicht euch viel. Na, machen wir bitte. So, wo ist denn das Ding, wo man krittern? Ist das der? Wir haben noch irgend so ein. Ach, der Hunchback ist es, der Hunchback. Gut, der schießt eventuell nicht mit. Na, nicht mit Multitarget, also würde ich sagen. Da ist das mein Shadowhawk. Jo. Nee. Hunchback, Hunchback, genau. Ich nehme mal den Hunchback, würde ich sagen, mit der AC20. Die Behemoth nimmt unser Sniper. Das ist in Ordnung. Wir können hier nochmal den Decker einsetzen. Mal die Rawhide mitnehmen und statt die Glitch können wir Demo Pause können. Was ist denn das überhaupt für einer? Ah, der Shadowhawk war auch nicht schlecht. Statt der Centurion. 10M Laser. Ich glaube, ich nehme den mit. Deine Shadowhawk. Klitsch, ja, kriegt mal Pause mit der Rawhide mit, hat auch Multi-Target. Ich denke, das ist so in Ordnung. Geht jetzt einfach nur darum, dass man den Hunchback mal testet. Der AC20 die 100 Schade macht. Da bin ich mal gespannt. Und vor allem würde ich gerne wissen, wie viel Munition der dabei hat. Der hat ja 2 Tonnen an Munition, also 2 so Einheiten. Ich weiß es halt nur nicht, wie viel das effektiv ist. Ich würde vermuten, N Schuss, also N Munitionseinheit pro Schuss und einfach mal gucken, wie oft man du schießen kann. Wenn du einfach nur 10 Mal schießen kannst, dann lohnt das Ganze irgendwie nicht. Hast du irgendwas? Okay, also mir müsse N ausschalten. Also nicht, dass wir da so fail wie das letzte Mal und den abhauen lassen. Ich meine, jetzt wissen wir es ja. Ach du Scheiße. So, wir gucken einfach mal. Das gibt's doch nicht. Das sind einfach nur 5 Munition pro Ding. Das bis hier arg wenig. Du mischst den hier voll packe mit Munition. So, mir. Du. Ja, Vater, aber geh mal doch hin. Hier. Okay, einfach mal volle Kelle hier ruf. Wir können nur 10 Uhr schießen mit dem Ding. Puh. Gut, dass das eine kleine Probe auf Example auf der Steuermission gemacht haben, weil das wäre ein bisschen grob, denke ich. Oh. Great place for an ambush. Na, da kann ich ja sprinten. Oder wir gehen einfach mal hier hin.
Oh. Hier oben. Im Gestrüpp. Da bin ich mal gespannt. Wir müssen darauf achten, mit der AC20 brauchen wir Sicht. 2-4er. Oh, das ist sehr schön. Genau an denen wollte ich das mal testen. Was haben wir dann da? Nehmen wir es schon? Ne, noch nicht, oder? Oh, 3 Stück. Büffel! 5! Ne, bekloppt? Geht's euch zu gut? 25 Tonner. Hohohoho. Schieße auf mein Handspeck. Und so 3, 4, 5, 6 Stück. Wow. Wow. Okay, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, wie wir uns stellen. Der hat nur 2 Evasion. Wenn ich mit dir springe. So, warte mal. Mit dir springe ich mal. So her. Und dann machen wir hoffentlich. Nee. Boah, verdammt. Den kommen 2? What the verdammte Axt. Okay, gut, den Lokas ziehen wir. Nehmen wir den. Dann. Wie, Moment. Haben wir auch 3er oder was? Wow. Das ist doch bekloppt. der gute Rawhide. Geht mal ein bisschen zurück. Obwohl der Shadowhawk da ist. Ja. So. Direkt Structure Exposed. Warte mal, ich guck mal, ob ich. Verdammt. Oh, doch hier, oder? Was ist das? Ich weiß nicht, das sieht man nicht so aus, als ob ich da direkt da Blick drauf fahren. Ja, schieße ich ja schon mit dem Behemoth. Ja, gib ihm. Okay, gut, ich da brauche ich eigentlich gar nicht. Wow, da haben wir direkt die Munition getroffen. Nicht schlecht. Ich habe gar keine Jump Jets in dem drin. Das ist aber schlecht. Wir können höchstens mal. Aber ich will dem nicht unbedingt die Rücke zudrehen. Ja komm, was können die kleinen Dinger schon machen? Ich will einfach nur mal die AC20 gucken. Aber wahrscheinlich. Nur 30%. Engaging Target. Nee, das war. Wow, ey. Haben das gesehen? Der hat nur 10 Rüstung irgendwo. Die AC20, die haut doch da komplett durch. Da können sich doch 3 kleine Max in Reihe aufstellen. Die haut doch durch alle gar durch. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da alles kommt und was die machen.
minimal. Jo, da steht man nicht so gut. Oh, Panther, PBC. Da ist taktischer Rückzug angesagt. Noch alles gut. So, Decker. Der Panda hier wäre eventuell wichtig. Ich mache hier mal Rückzug. Ich soll wahrscheinlich auf mich zukommen. Das ist der Panda. Der gefällt mir nicht. Der hat nämlich einen. Der hatte PBC. Die könnte man unter Umständen wehtun. Wow! Da schießt jemand mit einer AC. Warning. Armor low. Gut. Ich lasse mal einfach mal auf uns zukommen. Nee. Genau, auf den. Dass die nicht so viel Armor haben. Und der hat hier gerade mal 12. Also wenn da die AC treffen wird, das wäre ja fatal. Gib ihm. Wow, das hat einiges gemacht. Okay, dann. Puh. Nicht gut. Dann machen wir hier mal den Rückzug. Aber nur so viel, dass wir uns noch zurückdrehen können. Eieiei. Oh, jeder ist inspiriert, finde ich gut. Ich mag ganz und gar nicht. Die nahe komme. Oh, Jenna, das A4er, kann man nie merken. Wenn immer, das wäre größer. Du Schande. Guck mal, das sind alles so kleine Fatz-Dinger. Da ist auch nicht viel Rüstung dran an jedem. Anders da wäre es auch ein bisschen grob. Panther. So würde ich sagen, weiterhin Panther. Das müsste er sein. Ja. Der gute Rawhide. Was? Wow. Ist irgendwie ein Fahrzeug oder so. Zurück und dann. Joa. Okay, gut. Der Arm ist schon mal kaputt. Hab ich da irgendwie. Nee. Okay. Wie ging das? Du kannst eventuell hier stehen bleiben. Ja, das macht dir, glaube ich, wenig momentan. Gib ihm.
Okay, der hat Problem, würde ich sagen. So, warte mal, kann ich mit dir irgendwo. Ich könnte hier hin, dass ich Dennis sehen, aber dann stehe ich im Rücken zu Dennis, das gefällt mir nicht. So, gehen wir mal ein bisschen zurück. Ach so. Dann. Das ist für die Map, dass du. Das ist wirklich ein guter Hinterhalt hier, diese Stelle. Okay, wir sind komplett außerhalb, nicht ganz. Das ist auch noch ein Panda. So, ich glaube, ich muss meiner. Wenn ich die zwei hier weg kann, dann kann ich hier ruf gehen. Dann kann ich nämlich meine Rücke hierher drehen. Also wäre das erste Mal das Ziel. Ja, komm du nur daher. Ja, genau, geh du hin an. Finde ich gut. Machen mir nicht meine Langstreckenrakete kaputt. Nee, Dicker. So. Ach guck mal, das ist doch ein Dreier. Dreier-Mech und kein Fahrzeug. Warning. Armor low. Good to go. Gut, Rawhide kommt mal ein bisschen nach vorne. Nein, da hörte ich es doch schon. Nein. Genau, auf deine Panther, bitte. So, Behemoth geht mal ganz doll zurück. Gib ihm. Das müsste aber gewesen sein. Ja. Okay, das ist schon mal gut. Tja, in Alga so viel Evasion, da muss ich eigentlich gar nicht drauf schießen. So schön die Waffe drin, aber mehr ein KLRMs drin. Da hätte man schon mal anfangen können, bis die Evasion runterzufahren. Na super. Warning. Armor breached. Internal damage. Das ist nicht gut. Ich habe gedacht, er hätte einiges auf der Brust, dieser Handspeck. Gab der dumm. Was? Die trauen sich was. Warning. Armor low. Boah, das hat nämlich, der hat nämlich viel. Aber eventuell soll ich auf die kleine einfach mal drauf schlagen. Einfach mal mit ein paar von meiner Shadowhawks in den Nahkampf gehen. Fertig, boah. Warning. Armor low. So. Digga. Einfach mal hier hin. Wir brauchen einfach nur
Ein Sensorlog, aber auf Wenn. Kommando. Denn eine Panda eigentlich. Das ist Shadowhawk. Den müsste ich zuerst gehen. Warning. Armor low. So, warte mal. Ja, du hast ein ziemlicher Brecher-Rawheit. Du kannst erstmal nah rangehen. So, wir machen Multitarget auf dich und wo ist denn unser... Der, glaube ich. So, das geht auf der A und du gehst auf den da hin. Oh, okay. Dein Kommando hat es schon halb als Herriss. So, Behemoth. Du stehst, glaube ich, ganz gut. Du kannst, glaube ich, am Multitarget machen, oder? So, warte mal auf den B. Ne, machen wir mal anders da. Du gehst auf der B und du gehst auf der A. Okay, der hat ein paar Probleme. Okay, das war eine gute Entscheidung mit dem... So, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, das ist wahrscheinlich mit der AC ein bisschen... Könnt so hingehen, aber das sieht nicht in der anderen Netz. Schade, dass ich... Okay, Sicht auf doch hier, aber da will ich ehrlich gesagt nicht stehen. Ich könnte aber zumindest und mit Any Evasion. Nee. Ich könnte mit zwei Evasion hier hingehen, dann ziehe ich die zwei. Dann könnte ich eventuell, aber das ist es wahrscheinlich Overkill mit der AC 20 auf deine Schieße. Der hat nur 50%. Komm, egal. Schade, schade. Ich hätte so gerne Schuss auf deine gehabt. Auf der Panda, aber. Was hat jetzt alles Sinn? Was? Wo kommt denn das hier? Spider. Warning. Armor low. Ja, die bringen es noch fertig und schießen mal das Banner in dem Ding kaputt. Ich sehe es kommen. Eieieiei. Wow. Das geht ja gar nicht, was die da dabei machen. Warning. Armor breached. Internal damage. 59. Das ist viel zu wenig, was der hat. Warning. Boah. Na super. Injury. Warning. Weapon system destroyed. Alter. Das hat aber... Pff. Klasse, die AC20 kaputt gemacht. Oh, kennt ich Sprecher, mir haben glaube ich noch eine. Oh, ich bin nicht begeistert von dem Ding. So. Muss ich irgendwo.
muss ich irgendwo. Ich muss irgendwo. Also der Light, was bestufe einer? Der Panther. Also den brauche ich eigentlich nicht. Wenn ich versuche, die zwei kaputt zu machen. Fällt mir nicht, was der US macht. Mich soll wahrscheinlich eher schon Deckung bringen. Okay. Na, okay. Super. Das hat sich ja gelohnt. Das hat sich ja sowas von gelohnt. Das ist sowas von ungut. Tage bitte. Du. So. Ja, kleine Mission machen wir mal schnell, das Ding zu testen. Was ist das Ergebnis? Die schießen uns deine Mac kaputt. Ach, unglaublich. Also zumindest weiß ich jetzt, dass der Griff nur von außen stark ausgesehen hat. Und das AC verdammt wenig Munition ist. Das gibt's doch wohl nicht. Pass mal auf, die haben irgendwie noch so Klick und schieße uns bei irgendeinem anderen Mac noch die Munition kaputt. So, Decker, was kannst du machen? Die haben wenig Evasion. Okay, das hat sich gelohnt. Ja, der Shadowhawk, der hat noch ein bisschen. Dem Jenner any give oder yes, das sieht relativ gut aus, das Store. Außer aber wir machen Multi-Target. Genau so. So, Behemoth, was kannst du machen? So, machen wir mal Precision Strike auf den Shadowhawk auf der Arm.
und nicht getroffen. Super. Aber eigentlich müsste der jetzt weniger Evasion haben. Du hast immer noch nicht aufgehört. Was macht denn der, wenn es fertig ist? Okay, interessant. Ganz was Neues, was du vorhast. Ja, der andere hat jetzt ist, 2 Decker. Schaut's aus. Panther und der Shadowhawk. Könnte Denedor, das ist wahrscheinlich am besten, wenn ich Sensorlog auf den anderen mache. Vielleicht habe ich Glück und ich kriege alle 2 down. Shadowhawk, genau, mach du mal Sensorlog. Nee, das war auf der falsche. Ach, der hat verdammte Axt. Ist noch gut genug. Muss zurückgehen, damit die mir nicht in die Seite drin schieße. So, dass die LRM nutze ich nur, um dem wenigstens Ending abzuziehen. Okay. So, da können wir doch Attack machen, aber die Hitze spielt nicht so mit. Precision Strike. Komm, hier mache ich kein Gefatz. Wir gehen mal direkt auf die Kill. Okay, der SRM-Ammo ist explodiert. Gut, das hat nicht so viel gemacht. Allerdings ist hier das B ein bisschen angeschlagen. An. Das ist aber frech. Das ist aber frech. Decker, was kannst denn du machen? Das sind nur noch die 2. Dann könnte ich hier fast. Dem du in die Seite schieße, dann wäre die Case wohl guess, oder? Ich hoffe es doch. Mach ich jetzt sogar. Gut, der hat ein paar Probleme. So, Rawhide. So, du. Den erhoben einfach. Zack. So, da kann ich jetzt leider nicht so viel machen.
Da war hinzu mal. So. Hm, Mist, der hat nämlich viel. Irgendwas ist da noch. Das war ja 25% von der Verstärkung. Gab ich flippe aus. Ja, du spielst gut, kann man nichts sagen. Hehehe, vorbei. Blöd, Mann. Noch. Ach, der Jenner, der gibt's hier auch noch, stimmt. So. Nein, ich will einfach mal gucken. Doch nicht. Ich könnte höchstens den hier hauen. Da ist ja fast nichts mehr dran. Hauen wir, sparen wir Munition und Wärme. Okay. Knockdown, auch nicht schlecht. Oh, Pilot Incapacitated. Das ist sehr schön. Der ist damit wohl Geschichte. Algasofi Evasion. Aber wir machen einfach nur Precision Strike auf sein Sender Torso, weil du hat er nicht mehr viel. Ja. Ja, okay. Das wäre cool, wenn der erst so runterfallen wird. So. Mit dir mache ich wahrscheinlich sehr schon mal nicht so viel. Du musst ein bisschen abkühlen. Leider Gottes. Da kann ich Endschuss riskieren. Ich weiß es nicht. Ja, Endschuss kann ich riskieren. So, die dauern genug genervt, die Kleine. So, ein bisschen weiter Donuff jetzt, das ist wohl okay. Sensorlock. Da ist nur N. Nur N-Dings. Ne. Da muss ich Sensorlock machen, mache ich aber gerne. Shadowhawk sieht mit der Wärme noch sehr gut aus. Precision Strike, weil man es könne. So, können wir mal. Können wir nicht. Aber hier können wir. Gib ihm
Oh, okay. Der hat noch ein paar Probleme mehr. Den Leader haben wir immer noch nicht gefunden. Rawhead, willst du? So, LRM 5 machen wir mal aus. Die ist einfach nur. Sehr schön. Eieieiei. Also, das da war. Wow, wow, wow. Wir haben irgendwas geortet. Droid hat auch schon gut Hitze. Bin ich jetzt eigentlich tot oder bin ich nur 28 Monate kaputt? Guck mal, der Orange ist 60 Tonnen Mac. Das ist hier nur fies. Quick Draw. Insurgent Leader. Okay. Ne, Rawhead hat die Hitze gut weggesteckt. Das hat er nur so ausgesehen. So. Ja, 2er, so großer ist. So, aber wir können hier ganz gemein von hinten kommen. Hast du irgendwas Besonderes? Rough Terrain? Rough Terrain ist gut. Ja, da müssen da können wir mit allem drauf hauen was machen. Was gibt denn das denn fertig ist, haust du ab oder was? Allerdings müsste mir immer noch Sensorlock auf eine kriegen. Droid ist gut abgekühlt. Damit wir nicht zu weit zurückfallen. Dann machen wir mal mehr Precision Strike auf der Arm. Structure exposed, wunderbar. Ja, das kommt schon jetzt nochmal oder? Ja, er kommt. Aber der Deck hat so viel Evasion, das macht ihm gar nichts. Ne, Decker bitte. Ja, Precision Strike. Oder was hast du auf dem Arm drauf eigentlich? M-Laser, aber. Machen wir einfach mal.
nicht getroffen, aber sein Torso ist auch angekratzt. Oh, ich hab gedacht, da hätte ich direkt einen Blick drauf. Ich hab gedacht, ich hätte mir der andere direkt einen Blick. Da habe ich mich verguckt. Ich glaube, da kann ich jetzt gar nicht so viel machen, leider. Ja, LM20 lohnt. Jump Jet destroyed. Jeder Stifte jetzt. Nee. Der will's wissen. So, warte mal. So, Sack voll Evasion. Direkt neben dran. So, Precision Strike. Am besten auf der Right Torso mal. Jo. Arm und Torso kaputt. Kann leider nicht auf seine andere Seite springen, dann nehmen wir halt die, war auch nicht schlimm. Ja, geht wieder beides, sehr schön. Ob du machst nämlich lang. Ne, dem haben wir die Zehen gezogen. Guess. Ja, die Dirty haben mich jetzt mehr geeiert, als ich gedacht hätte. Da haben wir da so eine Mission. Wie kann die so niedrige Bewertung haben? Das ist. Mission successful. Das ist irgendwie total bekloppt. Das sollte ich mir als 3er Mission vorstellen können. Aber nicht als. Was war es? 2? Anderthalb? Schlechter Witz. Wie lange sind wir? 94 da. Okay, dann sieh mal Nimi. Ach, holy shit. Wir können uns wieder Panda bauen, die Villa war Kenner. Ich kann mich immer noch so Shadowhawk und. Panda will ich nicht. Victor hole ich mal noch. Ein Kommando. Ah, die kleine Rotzlöffel da. So, das war wohl überhaupt nicht das Tor. Aber gut, ist jetzt nicht zu ändern. Auch nicht so schlimm, würde ich sagen. Und ich dachte, das ist eine schnelle Mission. Wieder 50 Minuten. Unglaublich. Ne, dann. Wäre noch genug anderer Pilote. Komm, scrap der Nummer, der ist unnötig. 3 Monate kaputt, unglaublich.
das repariere. Geht meine Katze hin? Geht die schlafen? Keine Ahnung. Das gucken wir uns nächstes Mal an und gucken, ob ich dann aus umrüste, einfach so repariere. Bin mal gespannt, was wir das nächste Mal tun. Vielleicht die Story-Mission, weil wir haben ja noch Pilote. Schauen wir dann. Bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.